Hallöchen, Popöchen, und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 2. Jetzt kurz checken, ob mein Mikro an ist. Ja, ist an, ist da auch drinne. Los geht's. Wenn Fraps jetzt meine Stimme wieder nicht mit aufzeichnet, dann raste ich aus. Versuch doch diesen Blick, den du von Altair gelernt hast. Hier ist irgendwas. 14, 19, 14. Kannst du den verdammten Bücherschrank öffnen, Desmond? Ja, kann ich, Arschloch. Ihr habt es geschafft. Wurde aber auch Zeit. Was ist das? Vielleicht eine Hinterlassenschaft von Ezio. Unten drunter stehen Zahlen. 1419, 1420 und 1421. Ach. Vielleicht solltest du dich etwas hinlegen. Na, schon gut. Bin okay. Wow, das wurde für die Ewigkeit gebaut. Keine Anzeichen struktureller Schäden und kein Handyempfang. Hier sollten wir sicher sein. Holen wir den Animus runter. Gut, da haben wir es geschafft. Boah. Okay, sieht doch gut aus. Schau und versteck den Van in der Stadt. Und pass auf, dass keiner dir folgt. Was? Was stinkt denn so? Das bin ich. Als wärst du durch eine Klärgrube geschwommen. Das war Lucys Idee. Moment, Jungs, wir brauchen Strom hier unten. Es gibt eine Leitung in der Nähe, die ich anzapfen kann, aber die ist zu schwach. Oh ja, na klar, ja, ja. Wollen die Damen sonst noch was? Ein bisschen Kaviar vielleicht? Oder soll ich euch ein Mützchen klöppeln? Nein? Prima, komm mit. So, jetzt sollen wir jetzt Strom holen. Sogar eine Art Treppe wurde hier gelegt. Damit wir den runterfahren können. So, jetzt muss ich mal kurz der Engelchen trinken geben. Anstatt, dass sie sich einfach was Neues aus der Küche holt und mir das hier stehen lässt. Nein, säuft sie es mir jetzt weg. Ja, und jetzt grinst sie auch noch ganz scheiße während des Trinkens. Blöde Hippe. Suche in Monteriggioni nach Stromkästen. Jetzt kotzt sie beinahe. Geringe Strommengen in die Leitungen unterhalb der Villa um. Frag mich nicht, wie das geht. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich nicht der Kerl, der den Van verstecken muss. Ja, dann versteck mal den Van. Wie behutsam er das macht. So, wir können aber auch, das weiß ich noch von damals, hier in der Stadt Sachen suchen. Wie gesagt, wir können hier in der Stadt alles machen. Was ich witzig finde ist, hier in der Stadt brennt überall Licht. Aber keiner wundert sich, dass hier jemand geparkt hat. So. Dann wollen wir hier mal eben hoch. Weil ich will zu einem bestimmten Ort. So, zack, wo ist er? Wo ist er? Hier ist er. Gibt's noch nicht. Gibt's wohl wahrscheinlich erst später. Okay. Das werde ich euch nachher zeigen, für alle, die es vielleicht nicht wissen. Da ist ein Stromkasten und da hinten ist der andere Stromkasten. Alter, wenn da so viel Schock kommt, dann müsste er doch schon eigentlich machen.
Boom, Bike. So, dann haben wir das jetzt auch. Oh, juckt. Oh, juckt. 4 Stück haben wir. So, jetzt geht's automatisch wieder runter in den Altarraum. Bin zurück. Gerade recht. Die Sonne geht auf. Ja, es startet. Wir können loslegen. Hast du mich vermisst? Nein, sonst wer? Hallo, spreche ich mit euch? Hallo? Workaholics. Fangen wir an. So. Geht das? Ist das möglich? Nein, ist nicht möglich. Alles ist später möglich. Ich muss erst einmal in den Animus, sonst scheiß. Mann. Hi, Schnucki und tschüss. Erfolg, Altarraum, Altarraum. Altarraum, Altarraum! So muss das ausgesprochen werden. Entschuldigung. Wie du vielleicht im Van bemerkt hast, habe ich den Animus weiter verbessert und außerdem ein neues VR-Trainingsprogramm eingebaut. Hier kannst du mit den schicken Moves angeben, die du von deinen Vorfahren hast. Ich öffne dir eine Mission. Was? Nein, hör auf! Oh mein Gott! Was willst du? Jetzt an die Ammo. Komm! Jetzt hab ich... Oh fuck! Hallo Freunde, so ich habe jetzt gerade mal gemerkt, mein Mikro ist echt scheiße eingestellt gewesen. Das habt ihr vielleicht alle gesehen. Mehr gesagt gehört. Oh, super, jetzt schaltet sich mein Fernsehen aus. Ach, ich kann jetzt gerade nicht, Leute. Ach, ich hasse mein Fernsehen. Also, ich habe jetzt mal gerade gemerkt, dass mein Mikro total beschissen aufgenommen hat. Das ist mir noch... Ich weiß gar nicht, was da jetzt los war. So. Nummer 1. Komm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, 10 Stück. Serienmörder. Oh mein Gott. Ist das hier voll? Voll von Leichen. Training beendet. Gut, also irgendwas stimmte mit meinem Mikro nicht. Das tut mir auch richtig leid. Du erreichst weitere VR-Missionen über das Animus-Menü. Wenn du die Übungen meisterst, füge ich weitere hinzu. Damit dein Unterbewusstsein Ezios Erinnerungen akzeptiert, musst du sie in der Reihenfolge nacherleben, in der sie gespeichert wurden. Markiere Sequenz 2 für mich, Desmond. Gut, jetzt wähl sie aus und du siehst die Erinnerung darin. Nach Freischaltung einer Erinnerung hier in diesem Menü kannst du sie so oft du willst nacherleben. Mhm. Und wenn es Erinnerungen gibt, die ich lieber vergesse? Desmond, das ist sehr wichtig. Wenn du eine Pause brauchst, verlass den Animus. Du kannst jederzeit daraus. Bin zu allem bereit, schon gut. Eine Sache noch. Wenn du deine Synchronität steigerst, indem du alles genauso machst, wie Ezio es machte, entdeckst du vielleicht sogar verdrängte Erinnerungen. Gut, fangen wir an. Wähl die erste Erinnerung. So, ich hoffe, meine Mikroeinstellungen sind jetzt besser. Desmond, ich habe mir diese komischen 5-stelligen Codes aus den Dateien von Subjekt 16 angesehen und anscheinend einen bemerkenswerten Zufall entdeckt. Die Codes entsprechen exakt Koordinaten im Animus. Ich habe die Orte, auf die die Koordinaten deuten, in der Datenbank mit einem Auge markiert. Also, vermutlich findest du dort nichts, aber... Hey, wer weiß. Ritt auf dem Einhorn, was?
Kalmatevi, der Schmerz lässt bald nach. Wohin habt ihr mich gebracht? Nirgendwohin, Messere. Ein Mann ließ euch hier. Hat er etwas gesagt? Nur dies. Trefft einen Messer Machiavelli vor dem Mausoleo di Augusto. Ich werde euch ankleiden. Dieser Mann, der mich herbrachte, ließ auch die Kleider hier? Si, Messere. Rom, Januar 1500. Roma. Ja, oder was davon übrig ist, seit die Borgia an der Macht sind. Und das Mausoleo? Von hier aus kann man es leider nicht sehen. Und vom Dach dieser Kirche aus? Ja, doch der Aufgang ist gesperrt. Das sollte kein Problem sein. Hab Dank für alles, was ihr hier für mich getan habt, Buona Donna. Addio. Sequenz 2, die Höhle des Löwen. Ein Arzt finden, um die Wunden nach dem Angriff auf die Villa zu heilen, dann auf der Kirche klettern, um das Mausoleo di Augusto zu finden. Ach so! So, hier seht ihr auch was mit völlige Synchronisation, mindestens ein Quadrat der Gesundheitsanzeige behalten. Das heißt, wir dürfen niemals unter ein Quadrat landen. Problem ist auch, wir können momentan gar nicht sprinten. Ich muss einen Arzt finden. Ja, ich suche doch schon eine Dottore. Da, bei Feuersynchronisation des erreichen Optimale werden jetzt unterdrückte Erinnerungen freigeschaltet. Toll, unterdrückte, dann will ich die auch nicht sehen. Toll, ich bin nicht viel schneller. Mein Arm. Aqua Verne. Salute. Ich brauche Medizin. Ah, lasst mal sehen. In eurem Alter erfordert die Heilung solcher Wunden mehr als Medizin. Hier ist etwas gegen den Schmerz. Heilen wird es die Zeit. Grazie. 4 von 5 Ärzten würden zu Egeln greifen, aber die sind bei solchen Wunden nicht sehr wirkungsvoll. Jedoch kann ich euch einige gute Kollegen in der Stadt empfehlen. Braucht ihr sonst noch etwas? Heilkunde ist eine ganz erstaunliche Kunst. Euch wird nichts geschehen, Freunde. Ah, ich habe noch nicht mal das Geld. Ich bin in der Nähe, falls ihr wiederkommt. Wo ist das Pferd? Ach, Mann, leck mich doch. Meine 43-prozentige Überlebensfähigkeit. In eurem Alter. In der Chile. In eurem Alter. Ja. Mein Rücken. Kein Wunder, wenn du schon darüber klagst, Alter. Ja. Ich habe noch nicht mal mehr den Sprung. Oh, was ist denn das? Eine Feder. Hopp, hoch. Synchronisieren. Ah. So wie auch in den anderen Assassin's Creed Teilen werde ich hier kein 100% Run machen. Es heißt, ein Bauer widersetze sich der Verhaftung. Na kommt, wir werden ihm mal zeigen, wie der Hase unter den Borgia läuft. Machiavelli kann warten. Da oben sehe ich noch was. Etwas Seltsameres habe ich noch nie gesehen. Kletter doch da hoch. Muss ihn nur sehen. So.
Ja. Mach, lauf. Zu einer besonderen Einsegnung an ihrem 14. Geburtstag vorstellig werden. Alle! Ich glaube, diese Mädels werden alle gefickt. Plumps. Der neue Befehlshaber der päpstlichen Reservegarde möchte, dass alle Männer im wehrfähigen Alter in den Dienst einer neuen bezirksweiten Miliz eintreten. Der Padre kann diese Woche oder noch. So, wir verfolgen die mal weiter. 4 Minuten habe ich noch auf der Uhr. Ich hoffe, der Sound ist jetzt ein bisschen besser. Es tut mir richtig leid, Leute, die Folgen davor. Ich werde das auch noch ein bisschen. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ja, leiser schrauben brauche ich nicht, sonst hört man von dem anderen nicht. Das könnt ihr dann selber leiser schrauben. Aber dann sage ich nochmal. Dass ihr die Möglichkeit habt, mir zu sagen, ob ihr eine Facecam möchtet oder nicht. Der Preis für Getreide hat sich verdoppelt. Wir können uns nicht das könnt mehr ihr euch leisten. Leute, schreit nicht so. Nicht gebe, wir alle. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, ob ich Facecam benutzen soll oder nicht. Ich pack die oben rechts in die Ecke, da wo jetzt. Hat mein Gatte auch noch angefangen zu trinken. Ah, da wo jetzt. Ja, oben. Wo jetzt Attentat und so steht. Weil das ist ja nicht so wichtig. Das ist ja immer dasselbe. Oder meine Gesundheit. Könnt ihr euch aussuchen, wo ich sie hinpacken soll? Ich sehe natürlich alles, ihr seht natürlich nicht alles. Alter, wo laufen die hin? So. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe meine volle Synchronisation schon verkackt. Scheiße. Kack, seht ihr da? Volle Synchronisation fehlgeschlagen. Mann, bin ich ein Lappen. Richtiger Lappen bin ich. Sie war eine Schönheit. War sie? Ist dieses Schwein, sie schändete. Ach, hätte er sie doch umgebracht. Hätte er meinen Schatz doch einfach umgebracht. Menschen, die sie aufwachsen sahen, jubelten, als er sie bespuckte. Sie lächelten als ihr Genick. Ich verstehe. Wie könnt ihr? Meine Livia war unschuldig. Ich verlor meine Familie am Galgen. Durch Verrat. Il Carnefice sieht von seinem Haus auf dem Hügel aus zu. Er droht mich zu hängen, wenn ich sie abschneide. Das Ziel mit einer versteckten Klinge eliminieren. Okay. Wenn ihr bereit seid, schneidet sie ab. Ich kümmere mich um Il Carnefice. Arschloch, du willst jetzt dran glauben. So, ich werde versuchen, auf diese Zeit zu spielen. Also auf volle Synchronisation. Das heißt, ich könnte ab und zu was nicht mitbekommen. Oder sonst was. Aber sobald ich sie verkackt habe, werde ich mich natürlich gründlicher umsehen. So wird es dann ablaufen. Aber ich werde es versuchen, volle Synchronisation hinzukriegen. So. Gute Arbeit da unten. Nicht meine beste, aber es ist schwer bei so schlechtem Material. Was zum Teufel soll das denn? So, geht doch. 100%. Requiescat in pace. Oh mein Gott. Nee, ernsthaft? Alter. Ey, das ist ein Hit und ich bin tot. Das kann doch nicht wahr sein.
Ja gut, Freund. Oh, das ist so fail. Habe ich ihn tot? Nein. Mann. Töte ich ihn eben. Folge ist zwar eigentlich rum. Gute Arbeit da unten. Nicht meine beste, aber es ist schwer bei so schlechtem Material. Und so. Hallo. Der muss besoffen sein. Ja, es geht doch. Zack. Ja, und nun stirbst du. Ja, Requiescat in pace. Ja. Requiescat in pace. Requiescat in pace. Pace, mace. Ja, das soll ich mal kommen sehen. Schneller! Wir dürfen ihn nicht verlieren! Und tschüss! Schneidet ihm den Weg ab! Ob das eine gute Idee wird? Da, dieses Hit. Da ist der! Hehe. Flup. Kann ich Plünder nehmen? Schnell. Weihrauch. Ah ja, die folgen mir auch noch. So, okay. Guck mal, ich wollte euch sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Und dann würde ich sagen, haut rein und tschüss. Oh, Glück gehabt.